Einen schönen guten Tag aus Neckarsulm. Wir haben heute früh unsere Geschäftszahlen zum zweiten Quartal und damit zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 veröffentlicht und die begleitende Pressemeldung mit Bechtle wächst trotz Corona-Krise überschrieben. Das klingt so selbstverständlich und ist es doch ganz und gar nicht. Dass wir trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen im zweiten Quartal weiter wachsen konnten, verdanken wir natürlich auch der Tatsache, dass wir in einer gefragten, zukunftsorientierten Branche der IT zu Hause sind. Mehr noch aber verdanken wir es unseren Mitarbeitern, die mit hoher Motivation, unermüdlichem Einsatz und einer wirklich bemerkenswerten Lösungsorientierung dafür sorgen, dass unsere Kunden die vielfach zitierte Digitalisierung auch tatsächlich umsetzen und nutzen können. Das gelingt uns sehr gut, wie die Zahlen des zweiten Quartals zeigen. Von April bis Juni ist der Umsatz um fast 4% auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Unser Betriebsergebnis, das EBIT, verbesserte sich dabei überproportional um 4,3% auf 59,5 Millionen Euro. Die EBT-Marge, eine unserer wichtigsten Erfolgskennzahlen, hielt das Vorjahresniveau von 4,4%. Und auch die gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders wichtigen cash-relevanten Kennzahlen liegen deutlich über Vorjahr bzw. auf einem sehr soliden Niveau. Das sind Werte, die angesichts der besonderen Umstände in diesem Jahr nicht positiv genug zu sehen sind. Denn immerhin ging die Gesamtwirtschaft in unserem Kernmarkt Deutschland im gleichen Zeitraum um über 10% zurück. In meinen Augen unterstreicht unsere Geschäftsentwicklung damit auch, wie robust und wettbewerbsfähig sich unser Geschäftsmodell und das Prinzip der vernetzten Dezentralität darstellt. Dies ist sicherlich ein wesentlicher Grund dafür, weshalb uns der Kapitalmarkt gerade aktuell großes Vertrauen entgegenbringt, was die Abfolge immer neuer Höchstkurse an der Börse in den letzten Wochen eindrücklich unterstreicht. Ein Blick auf unsere beiden Segmente zeigt, dass sich die Bechtle Systemhäuser, unsere Spezialisten und Managed Service Gesellschaften besonders stark entwickelten. Der Segmentumsatz stieg hier um beachtliche 9,7% auf fast 894 Millionen Euro. In Österreich und der Schweiz verzeichneten wir sogar einen beeindruckenden Anstieg um 33%. Die EBIT-Marge stieg im Segment von 4,2% auf sehr gute 4,5%. In unserem zweiten, stärker international ausgerichteten Segment IT E-Commerce machten sich die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und die in einigen Ländern sehr viel längeren und drastischeren Lockdowns deutlicher bemerkbar. Der Segmentumsatz ging hier im zweiten Quartal um 6,6% auf rund 417 Millionen Euro zurück. Im Inland lag der Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau. Die Marge sank von 5,1 auf 4,6%. Aber auch in den europäischen Ländern rechnen wir damit, dass sich nun sukzessive die Wirtschaft wieder erholt, immer vorausgesetzt, die Corona-Pandemie verschärft sich nicht erneut. Mit einer weiteren eindrucksvollen Zahl möchte ich den Rückblick abschließen. Wir beschäftigten zum 30. Juni 2020 bei Bechtle insgesamt 11.955 Mitarbeiter. Das sind über 1.000 Menschen mehr als zum Vorjahresstichtag. 1.000 Menschen entspricht in etwa der Belegschaft eines größeren mittelständischen Unternehmens, um einmal die Dimension zu verdeutlichen. Auch das ein toller Erfolg in dem stark kompetitiven IT-Markt. Die richtigen Menschen für Bechtle zu gewinnen und sie dauerhaft zu überzeugen und zu begeistern, wird eine unserer wichtigsten Aufgaben für unseren nachhaltigen Erfolg sein. Wir sind aber auch hier auf einem sehr guten Weg. Stichwort sehr guter Weg. Damit noch ein, zwei Sätze zu unseren Erwartungen für das Gesamtjahr 2020. Nachdem wir bei Umsatz und Ergebnis bisher deutlich wachsen konnten und ungeachtet der Corona-Krise im Zielkorridor der Planungen für das Gesamtjahr liegen, bestätigen wir erneut unsere zu Jahresbeginn veröffentlichte Zielsetzung, Umsatz und Ergebnis um mindestens 5% zu steigern. Die Nachfrage nach IT-Infrastrukturen, IT-Dienstleistungen ist auch und gerade in Zeiten von Corona gut. Davon wollen wir profitieren.
Natürlich muss dieses Ziel verknüpft sein mit der Erwartung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahresverlauf wieder Schritt für Schritt normalisieren. Wenn sich das aber bestätigt, wird Bechtle eindrucksvoll durch die Krise kommen. Das ist meine feste Überzeugung. Abschließend noch kurz ein paar Worte zu unserer Absicht, den Rechtsformwechsel in eine europäische Aktiengesellschaft vorzunehmen. Aus Bechtle AG, also Bechtle SE zu machen. Wir haben dazu bereits am 31. Juli eine Ad-hoc und eine begleitende Pressemitteilung veröffentlicht. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass wir in diesem Wechsel ein starkes, sichtbares Zeichen sehen, uns klar als europäisches IT-Unternehmen zu positionieren. Wir wollen dabei insbesondere auch die Möglichkeit nutzen, unsere internationalen Mitarbeiter stärker an den internen Diskussionen der Bechtle zu beteiligen. Und zwar mit der Verbindlichkeit eines im Unternehmen verankerten, institutionalisierten Austauschs, der hierarchielos über alle Grenzen hinweg und segmentübergreifend erfolgen soll. Außerdem bietet die Rechtsform auch die Option, den Aufsichtsrat der künftigen Bechtle SE mit Arbeitnehmervertretern auch aus anderen europäischen Ländern zu besetzen. Das war bisher nicht möglich. Die ersten Schritte in diese Richtung laufen nun bereits. So viel heute zu den Entwicklungen im zweiten Quartal von mir. Ich wünsche allen, die gerade aus dem Sommerurlaub kommen, einen guten Start voller Energie und allen, die noch in die Ferien gehen, gute Erholung. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Es ist und bleibt das Wichtigste. Machen Sie es gut.